Sie war halbnackt. Seg-Einsatz in Schwester Evas Hotelzimmer. Wieder Ärger für Schwester Eva? Stress mit den Ordnungshütern ist für die Gangsterrapperin mit Rotlicht-Vergangenheit nichts Neues. In den letzten Jahren geriet sie immer wieder ins Fadenkreuz der Ermittler. Erst im Juni 2017 ist die 33-Jährige von einem Gericht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Monate bis zum Prozess musste sie in Untersuchungshaft verbringen. Aktuell ist die Blondine zwar auf freiem Fuß, doch jetzt das, mitten in der Nacht stürmte das Seg ihre Bude. Was hat nun wieder angestellt? In ihrer Instagram-Story berichtete die selbsternannte Kurva jetzt von ihren jüngsten Erlebnissen. Leute, ihr habt keine Ahnung. Ich wurde eben gerade vom Seg aus dem Hotel geholt aus dem Schlaf, nackt, in Stuttgart. Punkt. Die haben nur das Hotelzimmer durchsucht wegen Waffen und Betäubungsmitteln. Der Hintergrund: Laut Bild will die Polizei auf einem ihrer zuvor veröffentlichten Fotos Schussgeräte erkannt und daraufhin Verdacht geschöpft haben. Für die sonst so Kohlrapperin ein echter Schockmoment, wie sie verriet. Zieht euch das mal rein, ich hatte ein Déjà-vu. Ich hab gedacht, mein Album kommt nicht raus, ich hab gedacht, ich bin jetzt wieder drin, im Knast, Anmerkung. Red. Doch alles halb so wild. Ihr Hotelzimmer war safe, die Einsatzkräfte gingen leer aus. Da ist der Hip-Hop-Star wohl gerade noch einmal davon gekommen.